Meine Damen und Herren, liebe BDVB-Mitglieder, ein ganz herzliches Willkommen. Und diese Diskussionsrunde, die wir heute haben, die freut mich ganz besonders. Denn heute beschäftigen wir uns mit unserem ureigenen Thema eines Akademikerverbandes, nämlich damit, ob die eigene akademische Ausbildung, so wie sie jetzt besteht, ob die noch ausreichend Antworten auf die Fragen und Herausforderungen unserer heutigen Zeit findet. Und wie Matthias schon sagte, Klimawandel und Corona scheinen neue Antworten von den Wirtschaftswissenschaften zu erfordern. Obwohl wir, wie wir das in der heutigen Lehre sehen, sowohl externe Effekte als auch zum Beispiel öffentliche Güter, die ja auch in der klassischen Lehre vorkommen, intensive Forschungsgebiete in der VWL sind, scheinen sie aber trotzdem die gesellschaftlichen Probleme und die sozialen Probleme, wie sie entstanden sind, nicht entsprechend adäquat im Blick zu haben. So wenigstens die Kritik der pluralistischen Ökonomen, die der Meinung ist, dass die heutigen eher neoklassischen Ansätze die Problemlagen nicht mehr entsprechend beantworten. So, und dieses soll jetzt auch Gegenstand unserer Debatte sein, die wir hier eben entsprechend haben. Und ich freue mich wirklich, dass wir mit Rüdiger Bachmann einen Wissenschaftler hier in unserer Diskussionsrunde haben, der sowohl die deutschsprachige Forschung und Lehre als auch die angelsächsische Forschung und Lehre sehr, sehr gut kennt. Und Rüdiger, ich habe in Vorbereitung hier auf deine Vita geschaut. Und wir werden jetzt in den drei Sätzen, die ich aus Zeitgründen nur dazu sagen kann, dem absolut nicht adäquat. Bei Wikipedia, meine Damen und Herren, finden Sie eine komplette Seite über die, den Werdegang und die akademische Tätigkeit von Rüdiger Bachmann. Er hat Philosophie, Spanisch und VWL studiert. Und in Mainz, ich glaube, alle drei Fächer abgeschlossen. Das war in 2000 und hat dann in 2007 ein PhD in Yale gemacht. Rüdiger, du warst, wenn ich das richtig verfolgt habe, in der Zeit bis dorthin in den USA und dann zwischenzeitlich wieder in Deutschland, hast gelehrt an der RWTH in Aachen und an der Uni in Frankfurt. Und heute, meine Damen und Herren, ist Rüdiger Bachmann Professor of Economics an der University of Notre Dame. Und diese University of Notre Dame, die uns in Deutschland hier vermutlich nicht so bekannt ist, ist eine der Exzellenzuniversitäten, wie wir das in Deutschland entsprechend nennen würden. Und was ich heute Morgen gelesen habe, Rüdiger, du gestattest mir, dass ich das zum Abschluss noch ergänze. Rüdiger Bachmann ist gerade nominiert worden für den Gustav-Stolper-Preis des Vereins für Sozialpolitik. Und wenn Sie mal schauen, wer diesen Preis in den vergangenen Jahren bekommen hat, das ist das Who is Who der deutschsprachigen, muss man sagen, Ökonomen. Und Rüdiger, zu dieser Nominierung, da beglückwünschen wir dich ganz besonders und das freut uns sehr und auch, dass es jetzt mit deinem Hiersein in unserer Lounge zusammenfällt. Und ich möchte als Zweites, denn wir wollen ja eine Debatte haben über die Studiengänge und dazu gehört natürlich die Stimme unserer Studierenden. Und deswegen haben wir zwei Studierende unter den Diskussionsteilnehmern hier, die Sicht der Studierenden in unsere Debatte einbringen. Und da darf ich vorstellen, Moritz Fritschle. Moritz Fritschle hat einen Bachelor in VWL und ist im Moment im dritten Semester Master Student in Economics and Institutions an der Universität Marburg. Und Dominik Damast hält einen Master in Economics von der Universität Bonn und ist im Moment PhD-Student an der Graduate School of Economics in Bonn. Euch beiden hier ein ganz herzliches Willkommen.
ebenfalls. Und wir freuen uns auf die Debatte zwischen Lehrenden und Studierenden, die jetzt hier stattfindet. Beide haben einen Eingangsvortrag und anschließend, meine Damen und Herren, sind Sie gefordert, sich mit Ihren Fragen in diese Diskussion einzubringen. Bevor es jetzt mit den Beiträgen losgeht, möchte ich einen letzten Punkt erwähnen. Wir als Verband haben derzeit keine inhaltliche Position in der Frage, wie zeitgemäß sind wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge und was sollten sie beinhalten und was nicht, sondern wir verstehen uns im Moment, hier ein Forum zu bieten, innerhalb derer entsprechend die Diskussion stattfindet. Und dies ist jetzt der Beginn einer Debatte, die dann mit der BWL, wir beschäftigen uns heute mit der VWL, eine Fortsetzung finden soll in ein paar Wochen. Und wir streben auch an, dass diese Debatte, die wir hier haben, dass die auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Also heute haben wir den Auftakt dazu. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle. Und ich übergebe damit an Rüdiger Bach. Danke, Willi, zunächst mal für dein sehr, sehr herzliches Willkommen. Ich freue mich. Und ja, am besten machen wir gleich weiter. Hier, share a screen. So. Kann das jeder sehen? Ja, gut. Und kann mich jeder auch hören? Gut. Ja. Also wie schon gesagt, es soll hier hauptsächlich um die Lehre gehen. Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen um die Forschung in der VWL. Heute wollen wir uns ein bisschen auf die Lehre konzentrieren. Natürlich gehören die beiden auch zusammen, aber der Fokus soll eben auf der Lehre liegen. Okay? Also was ich nicht tun werde, ist jetzt hier so ein ideales VWL-Curriculum, das ich mir ausgedacht habe, vorzustellen. Ganz einfach schon aus dem Grund nicht, weil ich nicht glaube, dass ich das kann oder auch nur durchsetzen möchte und weil es so ein ideales VWL-Curriculum sicher auch nicht gibt. Aber ich werde ein paar Gedanken äußern, die ich anhand folgender Themen eben ein bisschen strukturieren möchte. Was sind eigentlich die Chancen eines guten VWL-Studiums? Was würde ich gerne haben oder was denke ich persönlich, dass man am Ende welche Fertigkeiten, welche Fähigkeiten man haben sollte nach einem guten VWL-Studium. Dann werde ich mal sagen, vielleicht negativ abzugrenzen, was ein VWL-Studium meiner Meinung nach definitiv nicht sein sollte. Das ist vielleicht einfacher als zu sagen, was ist eigentlich das gute VWL-Studium. Und wie gesagt, ich glaube, die negative Abgrenzung ist fast wichtiger. Und welche Spannungsfelder da auftreten bei einem Design oder bei Überlegungen zum VWL-Curriculum, die man dann hoffentlich produktiv nutzen kann. Ja? Und ein paar Prinzipien werde ich da auch loswerden. Gut, um es mal anzufangen. Ich habe mal 2015 schon in der Ökonomenstimme einen kleinen Artikel veröffentlicht. Der hatte so den Titel, das Anti-Bullshit-Studium. Wo ich 10 Gründe genannt habe, warum man VWL studieren sollte. Das war übrigens in Antwort auf einen Artikel in der Zeit von, glaube ich, einer Kulturwissenschaftlerin, die so flapsig gefragt hat, warum braucht man eigentlich so viele wirtschaftswissenschaftliche Lehrstühle, was glaube ich, war gar nicht auf die VWL bezogen. Und da habe ich eben eine Antwort formuliert und es waren eben so 10 Punkte, die ich denke wichtig sind oder die man hoffentlich gelernt hat im VWL-Studium. Das erste ist ein Bewusstsein für Trade-offs und Budgetbeschränkungen, dass Ressourcen nicht einfach da sind oder verschwinden oder sonst was, sondern dass wir eben, wie wir ja als Ökonomen sagen, in einer Welt knapper Güter leben und die entsprechend gemanagt werden müssen. Ja, und dass es eben sowas wie Free Lunches typischerweise nicht gibt. Dass es unterschiedliche Allokationsmechanismen für Güter und Dienstleistungen gibt. Einerseits natürlich der Markt oder marktliche Allokationsmechanismen. Dann gibt es aber auch sozusagen politische Allokationsmechanismen, Ressourcen zu verteilen. Und dann gibt es Dinge, die sozusagen überhaupt nicht in dieses Spektrum fallen, wie Auktionen zum Beispiel. Ja.
die weder Märkte noch notwendigerweise politische Allokationsmechanismen sind. Ein Bewusstsein für Risiko zu schaffen, und zwar sowohl für idiosynkratische, also Mikrorisiken, als auch Makrorisiken. Ja, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel an die 2007 oder 2008er Finanzkrise in den USA denkt, wo man offensichtlich oder wichtige handelnde Akteure im Finanzbereich, denen es nicht klar war, dass es auch aggregierte, also korrelierte Risiken bei Häuserpreisen geben kann. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es sich hier um eine Sozialwissenschaft handelt, dessen handelnde Agenten eben in der Zukunft leben. Ich habe das auch mal anders, woanders sozusagen heideggerianisch als Sorge um die Zukunft bezeichnet. Das ist ein Thema bei Heidegger. Und genauso darum geht es nämlich, ja, dass also Wirtschaftssubjekte, und das macht unsere Wissenschaft eben so fundamental anders als, sagen wir mal, die Wissenschaft in der Physik über Teilchen, ja, die eben keine Erwartungen in die Zukunft haben und dementsprechend ihr Verhalten eben nicht anpassen. Und in der Ökonomik gibt es eben immer diese Feedback-Effekte und Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie Erwartungen über die Zukunft heute schon Verhalten beeinflussen können, die dann wiederum die Zukunft beeinflussen. Ja, und diese Feedback-Effekte, diese Dynamik ist ganz wichtig zu verstehen. Dann vor allen Dingen als Makroökonom geht es eben darum, dass man die Interdependenz von verschiedenen ökonomischen und sozialen Prozessen versteht, ja, auch zwischen Märkten, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen. Dann vor allen Dingen ein Thema in der Mikroökonomik in den letzten Jahrzehnten, was ist eigentlich Kausalität? Wann kann man sagen, dass XY kausal beeinflusst hat? Ja? Und wann kann man sozusagen über eine bloße Korrelation, und damit meine ich das gar nicht abwerten, Korrelationen sind interessant, und manchmal kann man sogar sagen, zu schnell abgewertet heutzutage in der Ökonomik, jedenfalls in Teilbereichen der Ökonomik. Also was ist Kausalität? Wann kann ich kausale Aussagen machen? Dann gibt es auch ein Element von Lebenspraxis und Lebensklugheit. Also als Beispiel nehme ich da immer gerne, wer ein bisschen die Theorie der Finanzmärkte verstanden hat, der wird sich von seinem Bankberater und seien das noch so tolle Hochglanzprojekte, nicht unbedingt komische Anlagen andrehen, die angeblich ganz tolle Renditen versprechen. Denn wer versteht, dass es zumindest für Normalsterbliche mit normalen Anlagemöglichkeiten ist es eben fast unmöglich, sozusagen den Aktienmarkt oder die Märkte zu schlagen. Das ergibt sich aus einer richtig verstandenen, effizienten Markthypothese. Und wer da glaubt, dass der Bankberater da tolle Investitionsmöglichkeiten verkaufen kann, der weiß schon, dass er im Grunde genommen betrogen wird. Ja? Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man, glaube ich, auch für sein Leben ganz gut wirtschaften. Dann geht es natürlich darum, eine wirtschaftspolitische Informiertheit zu haben. Also wie soll man als Wähler auch sowas wie eine Währung, die Europäische Währungsunion beurteilen können, wenn man nicht versteht, wie jedenfalls in Grundsätzen so eine Währungsunion funktioniert. Also, aber auch nur ein Beispiel. Und dann ganz praktisch, Ökonomen werden echt gebraucht, und zwar sowohl in der Wirtschaft eben als auch in politischen Institutionen, vor allen Dingen internationalen politischen Institutionen, wo die Deutschen immer noch eher unterrepräsentiert sind. Also von da auch das ist ein Grund. Und das Letzte ist ein Bullshit-Radar, habe ich das genannt. Ökonomen sind relativ gut darauf trainiert, Bullshit-Aussagen zu entdecken. Also Aussagen, die sich irgendwie klug anhören, aber im Grunde genommen keinerlei Substanz haben. Ja. Das war so, wie gesagt, das war mal so meine 10-Punkte-Plan, was man allgemein im VWL-Studium, im guten VWL-Studium mitgenommen haben sollte. Umgekehrt finde ich, was soll ein VWL-Studium nicht sein? So stumpfe Rumrechnerei. Ja. Das wird immer wieder beklagt und da kann ich auch völlig zustimmen. Da wird viel zu viel oftmals auch einfach nur gerechnet. Ja, rechnen kann man dann, sollte man spätestens im Abitur gelernt haben. Braucht man nicht noch ein VWL-Studium dafür. Reine Modellschreinerei ist sicherlich nicht gut. Das heißt nicht, dass man nicht Modelle lernen soll. Natürlich, auf jeden Fall muss man Modelle lernen, aber es ist eben wichtig, die Anwendungsbedingungen von solchen Modellen immer mitzulernen. Ja, und wenn man das nicht tut, das würde ich als Modellschreinerei bezeichnen. VWL-Studium sollte auch kein Propagandainstrument für eine Marktwirtschaft sein, noch nicht mal ein Propagandainstrument für die soziale Marktwirtschaft. Ich weiß, dass einige Verbände in Deutschland das gerne so sehen würden, ja, und auch einige, sagen wir mal, bestimmte Strömungen in der VWL, etwa die Teile des Ordoliberalismus. Aber dagegen wehre ich mich. Da sollte man sich nicht politisch vereinnahmen lassen. Auf der anderen Seite sollte VWL aber auch kein Propagandainstrument für, sagen wir mal, eher linke politische Bewegungen sein, wie Degrowth und Deglobalization. Ja.
es sollte sicherlich kein Anlernen, reines Anlernen institutioneller Details oder historischer Fakten sein. Ja. Das ist gefährlich, wenn es da eine Engführung gibt. Es sollte auch, das wird ja mal oft von den Pluralen gefordert, so ein Sammelsurium, das würden die anders nennen, aber ich bezeichne es halt trotzdem so, Sammelsurium aller möglichen Heterodoxien ohne disziplinären Kern. Das macht keinen Sinn. Die Wissenschaft ist nun einmal universal in Disziplinen, in historisch gewachsenen Disziplinen eingeteilt, die man auch immer wieder hinterfragen soll. Darum geht es natürlich. Also deren Grenzen man immer wieder hinterfragen soll. Aber man muss, um überhaupt dieses Hinterfragen zu leisten zu können, braucht es doch einen disziplinären Kern, von dem man dann ausgehen kann. Ja? Das sollte auch kein sozial- bzw. staatswissenschaftliches Studium Generale sein, ja, in diesem Sinne. Also einfach nur einen guten Staatsbürger als Absolventen haben. Das sollte eine Rolle spielen, aber sollte sicher nicht das einzelne, sondern das ausschließliche Merkmal sein. Und es sollte in der VWL soll es auch nicht um irgendwelche Spezial-Privattheorien des jeweiligen Dozenten gehen, jedenfalls nicht im Bachelor. Ja. Und es sollte auch keine modische Krisentheorie sein. Also wann immer man Krisen hat, wird dann gern mal nach der Ökonomik geschrien und was sie denn alles ändern soll. Übrigens hat eigentlich schon mal jemand die Epidemiologen und die Virologen gefragt, warum sie die Corona nicht vorhergesehen haben. Habe ich noch nichts gehört. Ja. Insofern, natürlich sollte man aktuelle Entwicklungen, auch Krisen, jeweils in das Curriculum mit aufnehmen und darüber und zeigen, wie VWL darüber nachdenken kann. Aber das muss trotzdem wiederum auf der Basis von einem guten disziplinären Kern sein und nicht einfach nur irgendwelchen Moden hinterherlaufen. Was sind jetzt die Spannungsfelder, die sich ja da auch schon ergeben haben? Denn zum Teil sind ja diese Punkte gut. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man, wie gesagt, Modelle lernt. Man sollte institutionelle Details lernen, historische Fakten lernen. Man sollte auch ein besserer Staatsbürger, ein besserer Wähler in gewissem Sinne sein nach dem VWL-Studium. Man sollte sich mit Krisentheorien beschäftigen. Die Frage ist sozusagen, aber es gibt eben Spannungsfelder. Ja? Und sozusagen Engführungen in irgendeine Richtung auf dieser Liste sind meiner Meinung nach abzulehnen oder halte ich für problematisch. Ja? Also was sind die Spannungsfelder, die sich in dieser Aufzählung ergeben haben oder die ich da sehe? Das erste Spannungsfeld ist sicher das Zielpublikum. Ja? Also wen will man eigentlich ausbilden? Und da gibt es durchaus unterschiedliche Interessenlagen. Also will man mit anderen Worten zukünftige Kollegen, also Professoren, Kollegen der VWL ausbilden? Will man tatsächlich eher bessere Staatsbürger sagen, ist dann doch ein großes Element daran, dass die Studenten bessere Wähler werden, informiertere Wähler. Zweifellos ist es in den USA das Curriculum eher so gestrickt, also das Bachelor-Curriculum jedenfalls. Da geht es eben nicht darum, das letzte technische Detail, die letzte ökonometrische Methode noch zu erlernen, sondern tatsächlich eher dazu beitragen, dass die Leute informiert Wirtschaftspolitik einschätzen können. Oder bildet man aus für Journalisten, dass eben die Leute gute Journalisten, Wirtschaftsjournalisten werden, Ökonomen im politischen Bereich oder eher Bankvolkswirte. Also wen bildet man ein? Und vor allen Dingen dann, wenn man VWL unterrichtet oder ein VWL-Curriculum designen will für, sagen wir mal, hauptsächlich oder schwerpunktmäßig Studenten, die BWL oder auch Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Ja, das sind Fragen. Das sind Fragen, die man stellen muss und die man auch je unterschiedlich wird beantworten müssen. Ja. Dann haben wir ein weiteres Spannungsfeld ist, soll man Fakultäten spezialisieren, also thematisch, wie das zum Beispiel ganz prominent in Deutschland, in Düsseldorf geschehen ist, die sich sehr stark mit Industrial Organization, Wettbewerbstheorie, Wettbewerbspolitik spezialisieren und da sich auch tatsächlich auch einen Namen gemacht haben und andere Teildisziplinen der VWL eher nicht abdecken können und wollen auch. Das ist bewusst so gemacht. Oder soll man eher Studiengänge spezialisieren? Also soll man zum Beispiel an einem Ort mehrere Studiengänge anbieten, vielleicht eher einen formalen, eher wissenschaftlichen Track gegenüber eher einem allgemeinbildenden Track? Das sind Fragen, die man sich wird stellen müssen. Und ganz generell, wie viel Generalistentum will man eigentlich? Ja? Und wie sieht es dann aus? Ja, soll man, wie gesagt, zu guten Staatsbürgern ausgebildet werden? Sollen alle die Sprache der Mathematik sprechen, sondern alle die Sprache der Ökonometrie am Ende sprechen und mit Daten umgehen können. Ja.
Und dann ist es noch ein weiteres Spannungsfeld. Das sind alles so überlappende Spannungsfälle. Die haben natürlich alle miteinander zu tun. Sowas wie institutionelle Details. Also will man, dass die Leute dann rauskommen und echt wissen, wie das deutsche Steuerrecht funktioniert, zum Beispiel eben auch en Detail. Oder geht es eher darum, sozusagen allgemeine ökonomische Theorie und Methoden zu lehren? Oder zum Beispiel noch ganz anders eher in die Dogmenhistorie, also einen historischen Blick auf das Fach zu haben. Ja? Das sind ganz unterschiedliche, das sind drei valide sozusagen Ansprüche an mögliches VWL-Studium, die man jeweils unterschiedlich stark wird gewichten können. Ja? Also, dann, nachdem ich die Spannungsfelder, und damit komme ich dann auch bald zum Ende schon, skizziert habe, also ich finde es eben wichtig, in diesen Spannungsfeldern zu denken. Und dann wird klar, dass es eben das eine ideale VWL-Studium gar nicht geben kann, sondern dass man im Gegenteil vor Ort zwischen den Professoren und zum Teil auch in Aushandlung mit den Studenten sich mit diesen Spannungsfeldern auseinandersetzen muss und die eben produktiv, um die dann eben produktiv zu nutzen. Ja? Also zum Beispiel, um ein Beispiel zu formulieren, will ich, dass die Dogmengeschichte als eigenes Fach gelesen wird oder kann man das erreichen, dass sie in jede Vorlesung mit integriert wird, dass sie gleich bei jedem Modell, wo die Annahme, die Anwendungsbedingung des Modells diskutiert wird, auch so ein bisschen die Historie mitkommt. Ich mache das zum Beispiel ein bisschen so in meiner Makrovorlesung. Könnte man sicher ausbauen, wenn man Zeit hätte, aber ich versuche das zumindest. Ein anderes Beispiel hatte ich eben schon genannt. Es ist ein Ziel eines Curriculums, sagen wir, mit Schwerpunkt öffentliche Finanzen zum Beispiel, wirklich die genauen institutionellen Details des Steuerrechts von A bis Z zu lernen. Also wenn man zum Beispiel Steuerberater eher ausbildet, macht das vielleicht Sinn. Oder geht es eher darum, allgemeine Steuertheorie und Empirie zu lernen? Ja? Und da wird jedes Curriculum sozusagen, oder es gibt kein schlecht oder gut oder schlecht, sondern das Curriculum muss da sich bewusst werden darüber, dass das die Spannungsfelder sind und dann eben Entscheidungen treffen. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass gegeben die deutsche Universitätsstruktur, und die haben wir nun mal, nämlich viele kleine Fakultäten, ja, die deutsche Wissenschaftspolitik möchte das eben so, dass wir recht regional dicht irgendwie überall ein Fach anbieten, typischerweise. Und das bedeutet aber, dass die einzelnen Fakultäten halt oftmals, kennt ihr ja selber, 7 bis 8 Professuren ist oft schon viel, ja. Und dann wird meiner Meinung nach eine gewisse Spezialisierung der Angebote einfach unvermeidlich sein, weil man nicht dieses Allround-Studium bieten kann. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass es einerseits eine Diversität der Angebote geben wird, was dann wiederum eben Mobilität der Studierenden erfordert. Und mit anderen Worten, man wird sich bewegen müssen. Man wird eben dann aus einem Menü von verschiedenen Curricula, die eben diese Spannungsfelder jeweils ein bisschen anders lösen, mit anderen Schwerpunkten auflösen, wird man sich dann darüber informieren müssen und entsprechend mit den Füßen abstimmen. Also dann dahin zu gehen, wo man das findet, das einem am meisten zusagt. Ja. Dazu gehört auch, dass das Curriculum immer offen bleiben muss. Das ist ja völlig klar, das wäre schrecklich, wenn es nicht so wäre. Das ist immer auch auf aktuelle Entwicklung, wie jetzt das letzte Mal die Finanzkrise, diesmal die Corona-Krise, natürlich auch darauf zugehen muss, aber eben ohne modisch zu werden. Ja. Das ist schon immer ein bisschen auch die Gefahr. Ich glaube, dass immer klar sein muss, egal was man macht, dass die VWL als eine empirische und historisch gewordene Sozialwissenschaften gelehrt wird. Also dass es nach wie vor darum geht, dass es sich hier um eine Sozialwissenschaft handelt, dass wir eben gerade keine Physik sind, ja, keine Partikel untersuchen, sondern eben Handelnde, die eben zum Beispiel, das hat Konsequenzen, denn darauf kommt es dann eben an, welche Unsicherheiten haben die, welche Erwartungen haben die, wie wird Erwartungen gebildet, etc., etc. Und das heißt, dass wir eine gute und fundierte Datenausbildung brauchen. Also eine gute ökonometrische und statistische Ausbildung. Ich glaube, was ganz wichtig ist auch, das haben wir, sagen wir mal, seit der Finanzkrise ganz gut gelernt, und das sollte auch wieder sich stärker in den Curricula wieder niederschlagen. Es kann sein, dass das noch nicht überall der Fall ist, ist eben meiner Meinung nach eine Neubetonung der Wirtschaftsgeschichte. Weil wir eben zum Beispiel im Zuge der, so wie à la Moritz Schulerig, der das in Deutschland ja ganz prominent macht. Und weil wir eben gemerkt haben, dass in jedenfalls entwickelten Ländern Finanzkrisen zum Beispiel viel zu selten sind, als dass man sich die nur einmal sozusagen, als dass man sich die nur in den Nachkriegsdaten zum Beispiel anschauen könnte. Da muss man schon ein bisschen weiter zurückgehen, um da valide Aussagen treffen zu können. Ja.
Wichtig ist die Betonung der Anwendungsbedingungen von Modellen und Methoden, dass Modelle eben mit einer bestimmten Fragestellung oder Fragestellungen an sie kommen und nicht sozusagen im abstrakten Raum als Wahrheiten existieren. Gleiches gilt für empirische Methoden. Und es wird auch immer wieder neue Interdisziplinaritäten geben. Also eine ganz spannende Entwicklung, denke ich, die kommen wird oder auch schon da ist im Grunde genommen mit der Entwicklung Big Data. Also vor allen Dingen USA, Deutschland hängt da wie immer leider ein bisschen hinterher, weil uns der Datenschutz es immer noch mehr oder weniger unmöglich macht, an wirklich große administrative Datensätze ranzukommen. Aber ich vermute, auch das wird in Deutschland, die Entwicklung wird in Deutschland nicht ausbleiben. In Amerika ist es eben so, dass man sowohl administrative Daten als auch kommerzielle Datensätze, Big Data eben, immer mehr nutzt. Und dann braucht man Erkenntnisse aus der Computer Science Literatur, Machine Learning und so weiter. Und ein anderer Bereich, wo Deutschland in der Tat mit der Schweiz, Bonn und Zürich sehr führend ist, eben sozusagen die Verbindung zu Neurowissenschaften zum Beispiel als eine mögliche Fundierung auch von Verhalten. Ja. Das wäre es jetzt. Mit was ich schließen möchte, ist ein weiteres wichtiges Thema, will es aber nicht so dran klatschen. Es war aber, hat nicht ganz so gepasst in den Ablauf, aber damit will ich eigentlich schließen, nämlich die soziologische Diversität in der Lehre. Und das sehen wir ja schon wieder in unserem Panel, sind wieder nur weiße Männer da. Ja, soll kein Vorwurf an den Verband sein, aber es ist doch schon, interessant, oder? Warum ist es eigentlich so, dass in der Ökonomik meistens weiße Männer auf irgendwelchen Panels sitzen? Ja? Also ganz klar, wir haben zu wenig Frauen. Ja? Wir verlieren auf allen Stufen vom Bachelor bis zum Professor, auf jeder Karrierestufe verlieren wir viel zu viele Frauen. Meiner Meinung nach jedenfalls. Und ich glaube, das hat auch echte Konsequenzen im Sinne von, jetzt mal von Gerechtigkeitsfragen abgesehen, aber auch von Effizienzfragen. Ich glaube, dass die Ökonomik dadurch schlechter wird, weil sie Talent einfach abschreckt. Ja? Und das ist leider ein Catch-22 ein bisschen, weil wenn aufgrund von Role Model Effects, also Rolleneffekten, wenn Studentinnen keine Professorinnen sehen, dann fällt es ihnen offensichtlich oftmals schwerer, diesen doch relativ steinigen Karrierepfad bis zum Professor zu gehen. Und ich weiß das, warum weiß ich das? Weil ich über meine Frau, die auch Professorin der Ökonomik ist, gelernt habe, dass viele Studenten einfach zu ihr kommen und sie sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selber irgendwie da vorne im Hörsaal dann auch sehen kann. Und dadurch ist es wichtig, dass auch Frauen in Professorenrollen kommen und zwar möglichst schnell. Und natürlich den ganzen Bereich der zu wenig internationale. Das ist kein Problem in Amerika, aber in Deutschland ist das doch, da brät man doch noch oft, zu oft meiner Meinung nach, im eigenen Saft. Das war's. Zurück zur Ausgangsfrage. Ist die VWL noch auf dem richtigen Weg, was die Lehre angeht? Ich meine im Großen und Ganzen ja, aber es wäre vermessen zu sagen, dass es keine Baustellen gäbe, keine Umbrüche. Und die geht es eben im Licht dieser Spannungsfelder produktiv zu gestalten. Auf jeden Fall schon mal sehr spannende Impulse. Ich glaube, wir haben eine ganz große Menge zu diskutieren heute Abend. Und fangen wir doch einfach an mit unseren beiden Studierenden, die auch heute Abend mit unter uns sind. Wir haben uns übrigens bemüht, auch weibliche Mitstreiterinnen zu finden. Wir bemühen uns jedes Mal, aber man sieht, dass es schwierig ist, welche zu finden. Das soll uns aber überhaupt nicht abhalten. Und Dominik und Moritz, ihr seid davon in keiner Weise irgendwie jetzt diskriminiert, sondern... Sollte, wie gesagt, auch kein Vorwurf an euch sein, sondern es ist ein Vorwurf an unsere Profession, dass es eben immer wieder so schwierig ist, Frauen zu finden für solche Veranstaltungen. Mit Vorwürfen wollte ich mich jetzt gar nicht eigentlich beschäftigen, beziehungsweise wenn, dann müsste ich ihn der ein oder anderen Frau machen, die heute Abend vielleicht keine Zeit hat. Aber das lassen wir beiseite. Dominik und Moritz, ihr habt das Wort. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, aber ihr drückt selber auf euren Mikrofon-Button. Zunächst einmal auch von meiner Seite danke, Professor Bachmann. Vor allem im Schlusssatz kann ich persönlich sehr zustimmen. Selbstverständlich bin ich der Meinung, dass auch die Wissenschaft, die ich gelehrt habe, zumindest bisher in den letzten 5 Jahren, im Großen und Ganzen auf dem richtigen Weg ist, aber selbstverständlich auch eine Wissenschaft, sehr dynamisch ist und immer wieder auch durch die Zeit, in der sie lebt, vor neue Herausforderungen gestellt wird.
Im Gegensatz zu Professor Bachmann haben wir unseren Vortrag etwas mehr an der Kritik der Economists for Future und an der Kritik der pluralen Ökonomik, die wir in den letzten Jahren auf Twitter, in Beiträgen, in Zeitungen, sehr prominent vor kurzem in der Taz und der Frankfurter Rundschau gehört haben, auszurichten und dazu einen eigenen studentischen Standpunkt beziehungsweise jetzt für uns als BDVB-Mitglieder Standpunkt zu entwickeln. Und um auf eine Kritik zu antworten, muss man zunächst einmal wissen, was es die Kritik überhaupt ist. Und zumindest mir ging es so, dass ich habe dieses ganze Sammelsurium an Artikeln, Beiträgen auf Twittern gelesen und musste erst einmal eine Kritik herauskristallisieren. Und dabei sind mir vor allem folgende Punkte aufgefallen. Also der erste und der Hauptpunkt, der immer wieder fällt, ist, dass die VWL heutzutage an einer geistigen Monokultur krankt. Vor allem ist dort der Fokus auf die sogenannte Neoklassik, den pluralen Ökonomen zu stark und auch den Economists for Future und eine monotone Fokus auf Effizienz, die eben zu dieser geistigen Monokultur beitragen. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, ist zu wenig Praxisbezug, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Dieser Praxisbezug, den muss man auch hier zusammensehen mit dem mittleren Punkt von rechts, den blinden Flecken. Vor allem wird gesagt, dass die Volkswirtschaftslehre keine Antworten hat auf die derzeitigen drängenden Themen, wie zum Beispiel Biodiversität, Klima, aber auch eben die sozialen Themen wie Ungleichheit. Das wird ja auch als starke Kritik ausgelegt und führt eben zu Reformforderungen. Ein weiterer Punkt, der meines Erachtens nach vor allem auf der Seite der pluralen Ökonomen sehr häufig genannt wird, ist, dass ein fehlender Bezug zur Wissenschaftsphilosophie da ist, dass die wenigsten Ökonomen sich klar im Klaren darüber wären, woher unsere Wissenschaft stammt, wie sie sich entwickelt hat und dass dadurch auch eine methodische Armut entstünde. Die letzten beiden Kritikpunkte, der letzte ist auch mehr allgemein, der erste ist auch in einem breiteren Spektrum prominent, ist Kritik, dass die Volkswirtschaftslehre sich weg von ihrem Bild der Gesellschaftswissenschaft oder ihrem eigentlichen Ursprung der Gesellschaftswissenschaft hin zur Naturwissenschaft entwickelt hat. Hier im Speziellen ist das zum einen das Selbstverständnis der Wissenschaftler und zum anderen die Methoden, die angewendet werden, vor allem die Mathematik, wo als Kritik vorgebracht wird, dass es in vielen Aufsätzen mehr um die mathematische Konsistenz oder mathematische Komplexität des Modells geht oder die intrinsische Konsistenz, als vielmehr um eine relevante Frage, die auch Praxisbezug hat. Und als letzten Punkt, der aber eigentlich auch abschließend ist, muss man dazu sagen, dass sie dann konstatieren, dass es einen Reformstau gibt, dass es alternative Ansätze schon lange gäbe. Das Netzwerk für plurale Ökonomik hat hier auch eine ganze Seite mit alternativen Ansätzen aufgestellt, die vom Keynesian Ansatz hin zum marxistischen Ansatz reichen. Und es wird aber generell geschlossen, dass der Mainstream veraltet ist und einfach gänzlich reformiert werden muss, sowohl Lehre als auch Forschung, weil eben diese vorher genannten Kritikpunkte allesamt zutreffen. Das ist jetzt, was ich aus diesen Beiträgen, die bisher erschienen sind, lesen konnte. Und auf diese Kritik haben wir unseren Standpunkt formuliert, um hier gegenzuhalten. Denn unser Standpunkt geht zunächst einmal von einer Würdigung der VWL aus. Es ist meines Erachtens nach oder unseres Erachtens nach nicht wahr, dass die etablierten Ansätze keinen Praxisbezug haben oder sich nicht bewähren in der Praxis und in der Theorie. Wir haben sehr viele Beispiele wie 5G-Auktionen, Schulplatzvergabe, die mithilfe von Theorien, die in der Mikrotheorie entwickelt worden sind, gelöst werden. Wir haben die sogenannte DSGE-Modelle, die in der Geldpolitik sehr wichtig sind und heute das Geschehen der Geldpolitik bestimmen. Und auch in der Theorie wird uns sehr viel Handwerkszeug gegeben, um praxisrelevante Fragen zu diskutieren. Das prominenteste Beispiel, das auch als Gegenargument gegen die Economists for Future benutzt werden kann, ist die sogenannte CO2-Steuer. Die CO2-Steuer spricht genau ein theoretisches Konstrukt, die PIGU-Steuer, an,
und kann auch mit der jetzigen VWL analysiert werden. Abgesehen davon muss man auch sagen, dass zur Verteidigung der Theorie, vor allem in Bezug auf die Modelle, Modelle sind selbstverständlich nur Mittel zum Zweck. Und sie müssen nur ein Mittel, Modelle können niemals ein Selbstzweck sein. Aber Modelle helfen uns, also diese etablierten Ansätze mit Modellen helfen uns, systematisch vorzugehen, Fragen auf relevante Faktoren herunterzubrechen und damit gewisse Mechanismen aufzuzeigen. Natürlich erfordert das auch eine starke, eine wissenschaftsethische Perspektive der Forschenden nach dem Motto, so komplex wie möglich, so einfach wie nötig. Aber Modelle an sich zu benutzen, ist nicht verwerflich. Als nächsten Standpunkt müssen wir sagen, dass ein wenig polemisch formuliert, denken muss man schon selber. Derzeit gibt es natürlich, steht die Volkswirtschaftslehre aus den Ansätzen, die schon etabliert oder aufgestellt worden sind. Aber das heißt nicht, dass diese Ansätze starr sind und nicht mehr weiterentwickelt werden können. Wir haben, die Volkswirtschaftslehre hat sich gerade weiterentwickelt, weil Menschen die bewährten Ansätze hinterfragt haben und auch erweitert haben, empirisch untersucht haben und gezeigt haben, dass sie so in der Realität nicht gelten. Und es wäre hier falsch zu sagen, dass die VWL nicht offen ist für neue Ansätze oder Fragestellungen. Ich gebe ein gutes Beispiel. Professor Bachmann hat gerade von Professor Schullerig gesprochen, der sehr stark in der Wirtschaftsgeschichte unterwegs war. Zumindest meines Erachtens nach, vor 20, 25 Jahren war die Wirtschaftsgeschichte noch gar kein, war die Methodik der Wirtschaftsgeschichte, das heißt, man arbeitet mit historischen Daten, man geht in Archive und versucht, historische Daten zu bekommen, gar nicht so präsent. Und jetzt ist es ein ganzer Wissenschaftszweig, der neue Erkenntnisse über volkswirtschaftliche und Finanzkrisen bringt, der uns geholfen hat, Geldpolitik besser zu verstehen und viele Fragestellungen beantworten kann. Außerdem, das waren jetzt sehr allgemeine Punkte, möchten wir jetzt auch nochmal speziell auf die Lehre eingehen. Zunächst einmal muss man sagen, dass wenn eine methodische Vielfalt gefordert wird und eine Reform in Gänze, das Bachelorstudium ist auch zeitlich begrenzt. Ein Regelstudium dauert nur 3 Jahre. Wenn man jetzt noch das Masterstudium hinzunimmt, dann sind es auch nur 5 Jahre. Und da stehen wir natürlich vor einem Dilemma, beziehungsweise Professor Bachmann hat es gerade so schön gesagt, was das Volkswirtschaftslehre-Studium tun soll. Es soll für Trade-offs sensibilisieren und selbstverständlich ist Zeit für zu einem Trade-off. Möchten wir fachliche Tiefe oder möchten wir fachliche Vielfalt? Wenn wir fachliche Vielfalt möchten, dann kann das natürlich nur zu Lasten der fachlichen Tiefe gehen. Wenn wir anstatt 3 Ansätzen 7 besprechen, dann können wir natürlich die 3 Ansätze nicht in ihrer Gänze erfassen. Die Frage ist dann hier, ob es zu einer Ausdifferenzierung spezialisierter Studiengänge kommen soll. Das heißt, Professor Bachmann hat gerade von der Ausdifferenzierung von Fakultäten gesprochen, dass es in Deutschland verschiedene Fakultäten geben wird. Das ist generell muss diskutiert werden. In der BWL gibt es das ja schon und für die VWL besteht das zum Teil so. Aber man muss sich natürlich immer verdeutlichen, dass das Ganze, diese Vielfalt in einem Studium führt zu einem Verlust von fachlicher Tiefe. Eine Spezialisierung führt natürlich auch dazu, dass man dann eben einfach nur spezialisierteres Wissen lernt und nicht unbedingt methodische Vielfalt oder fachliche Vielfalt. Mögliche Alternativen. Ein letzter Punkt ist, wir haben uns gefragt bisher, was diese methodische Vielfalt jetzt konkret bedeutet. Zumindest meines Erachtens nach gehen viele Vorschläge nicht über Allgemeinplätze hinaus. Methodische Vielfalt bedeutet, dass verschiedene Ansätze der Analyse von Problemen. Da sehen wir nicht, dass das nicht schon existieren würde. Und wenn das bedeutet, aber eine unterschiedliche Schulen zu lehren, das heißt von der keynesianischen bis zur marxistischen, dann kann das selbstverständlich sinnvoll sein, ist aber auch fraglich, als dass gewisse Schulen ja nicht ohne Grund so heutzutage nicht mehr gelehrt werden. Außerdem muss man fragen, wie ein neuer Lehrbuchkanon aussehen soll. Es gab ja diese Studie von der Universität Siegen meines Wissens nach, die den Lehrbuchkanon untersucht hat und festgestellt hat, dass es zu dieser geistigen Monokultur führt. Und dann muss man sich fragen, erstmal, wie sieht ein neuer Lehrbuchkanon aus? Das ist natürlich eng verwoben mit der Frage, was methodische Vielfalt konkret bedeutet und was würde man weglassen.
Trotz dieser ja in weitgehenden Punkten, würde ich sagen, Verteidigung der derzeitigen Volkswirtschaftslehre, haben natürlich wir auch aus studentischer Sicht gewisse Verbesserungsvorschläge oder Wünsche. Der erste Punkt ist die Ideengeschichte. Unseres Erachtens nach kommt die Ideengeschichte, obwohl sie natürlich teils in den Modulen angesprochen wird, wenn man über Modelle spricht, zu kurz. Weil auch, zumindest habe ich gerade diese Frage noch kurz in der F&A-Abteilung gefunden, die Ideengeschichte, eine Lehre oder eine bessere Lehre der Ideengeschichte würde auch das Verständnis fördern, warum gewisse Ansätze heutzutage so nicht mehr vorkommen. Denn selbstverständlich ist die Volkswirtschaftslehre ein historischer Prozess, der schon bei den alten Griechen begonnen hat. Und dass gewisse Ansätze nicht mehr gelehrt werden, ist aufgrund sozialer, historischer Gegebenheiten entstanden. Und es wäre wichtig, eine Theorie- und Ideengeschichte in das Studium zu integrieren, um zu verstehen, warum diese Ansätze so, ich nenne es mal, den Kürzeren gezogen haben in der Geschichte. Das Zweite, und das ist der Punkt, auf den wir den größten Fokus legen, ist eine größere Wertschätzung der Lehre. Hier steht zum Beispiel durch finanzielle Anreize. Zumindest meiner Erfahrung nach an der Universität Bonn ist es so, dass ein nicht unbedeutender Teil der Kurse, zumindest im Bachelor, ausgefallen ist und einfach nicht angeboten werden konnte, aufgrund der materiellen Ressourcen, aufgrund der personellen Ressourcen. Dies kann aber natürlich auch damit zusammenliegen, dass wir ein krasses Missverhältnis haben in der Förderung von Forschung und der Förderung von Lehre. Forschung wird zum Beispiel in Verträgen von Professoren sogar finanziell gefördert, indem Publikationen in gewissen Top-5-Journals finanziell incentivized werden. Für eine gute Lehre, die natürlich genauso wichtig ist und meines Erachtens nach genauso zum Beruf des Professors gehört, gibt es aber nicht ähnliche Konstrukte. Das heißt, hier ist natürlich eine krasse Ungleichheit zugunsten der Forschung. Und das muss unseres Erachtens nach behoben werden, denn erstens, als Studenten haben wir natürlich ein Interesse daran, dass so viele Module wie möglich angeboten würden. Zweitens würde das eben ein wenig der Kritik entgegenkommen, dass wir eine methodische Armut haben oder es würde die methodische Vielfalt fördern. Und drittens ist zumindest aus unserer Sicht, der Beruf des Professors, können sich Lehre und Forschung gegenseitig befruchten und natürlich dann auch neue Impulse in der Forschung geben. Als letzten Punkt, der jetzt weniger technisch ist, den ich auch nur kurz ansprechen möchte, ist, dass wir uns weniger Multiple-Choice-Prüfungen wünschen und mehr Prüfungen, die weniger wissensbasiert sind, sondern mehr analytisch basiert. Das kommt natürlich aber auch von Universität zu Universität ist dies unterschiedlich. Zumindest an der Universität Bonn waren Multiple-Choice-Prüfungen selten, aber trotzdem waren sie vorhanden und haben teils Wissen abgefragt, dass zumindest unseres Erachtens nach nicht sinnvoll ist im weiteren Leben, was heißt sinnvoll im weiteren Leben, zumindest nicht zwingend analytische Fähigkeiten als mehr nur Wissenserwerb darstellen und analytische Fähigkeiten sind im Grundstudium unseres Erachtens nach wichtiger als Wissenserwerb. Das war jetzt unser Standpunkt und unsere Anregung. Somit ist auch diese kurze Präsentation beendet. Ich freue mich auf Fragen oder kritische Meinungen. Ansonsten werde ich jetzt das Screensharing beenden, um eine Diskussion zuzulassen. Und danke für die Aufmerksamkeit und dafür, dass ich hier unseren Standpunkt vertreten durfte. Jetzt haben wir einige Fragen, die in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Und ich würde mal vielleicht, weil es ja doch vornehmlich jetzt im Moment um die Lehre geht, der Ausrichtung dessen, was also in den Studiengängen, nicht nur im Bachelor, aber natürlich erstmal im Bachelor gelehrt wird und dann im Master, mit Fokus auf Deutschland, aber gerne auch im internationalen Vergleich. Rüdiger, Frage an dich. Gerade jetzt auch mit Blick auf Deutschland, aber ich weiß, du bist seit einigen Jahren natürlich nicht mehr hier. Trotzdem bist du ja sehr eng eingebunden und beobachtest das, glaube ich, intensiv. Hat die Bologna-Reform mit ihrer Konsequenz, dass wir nicht mehr auf unbestimmte Zeit Student sind, bis wir dann irgendwann mal das Diplom machen, sondern dass wir eigentlich doch sehr klar jetzt in diesem 3-Jahres-Zyklus auf den Bachelorabschluss hin studieren, hat das Auswirkungen auf das, was wir hier heute Abend diskutieren? Also
Sind durch diese Bologna-Reform die Studiengänge auch vielleicht ein Stück weit verkürzt oder einseitiger geworden? Sind die Kritikpunkte, die jetzt vorgebracht worden sind, also nicht hier von uns, aber von anderen Seiten, sind diese Kritikpunkte neu? Kommen die, sind die teilweise in der Reaktion auf Bologna entstanden oder sind die zum Teil auch schon älter? Wie siehst du das? Also die sind sicher schon älter, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass Bologna, ich meine, das ist ja klar, das ist genau der Trade-off, den Dominik hier angesprochen hat. Ne? Also wenn man die Zeit verkürzt, kann man nur weniger bekommen, das ist ja ganz klar. Also auf der anderen Seite, man sollte sich nicht nur an billigen Bologna-Bashing ergötzen. Das ist, denke ich, auch eine Fehlreaktion. Aber klar ist es schon so, dass durch das die Bologna-Reform, ja gewollt, politisch gewollt, ein gewisses Streamlining, eine gewisse Verschulung des Hochschulstudiums stattgefunden hat. Das ist einfach so. Und solche Sachen, solche Shenanigans, wie der Willi angesprochen hat, die ich mir damals in Mainz eben erlauben konnte, mit Doppelstudium, Diplom, Master, Philosophie und VWL und etc., ja, das geht halt heute einfach nicht mehr so ohne weiteres. Es ist allerdings auch schon der Fall, insofern Stichwort, man muss selber denken, es ist ja nicht so, dass alles durchgeplant ist. Man hat ja sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, durchaus auch freie Kreditpunkte und da kann man sich ja dann in Vorlesungen anderer Fachbereiche und so weiter auch reinsetzen, um dann doch eine gewisse Breite abzudenken. Aber klar, es ist nicht mehr so möglich, wie das früher mal war. Allerdings, wie gesagt, politisch gewollt und vielleicht auch richtigerweise gewollt, denn man darf nicht vergessen, dass was das Ziel einer bestimmten, immer noch Minderheit von Studenten, wie zum Beispiel den Pluralen oder auch denjenigen, die, sagen wir mal, sehr wissenschaftsaffin sind, ich vermute, dass das immer noch die allergrößte Minderheit der Studenten ist und die meisten Studenten eben eine vernünftige Ausbildung haben wollen, um schnell dann in den Beruf gehen zu können, gerade in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, BWL mit Sicherheit bei den Wirtschaftsingenieuren auch, aber selbst auch bei den VWL-Studenten. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die allermeisten Studenten nicht unbedingt als Kollegen auszubilden und sehr wissenschaftsaffin auszubilden. Da muss man also sehr genau, das ist auch wieder so ein Spannungsfeld, die durchaus bestimmte Unis, vielleicht findet Bonn da eine andere Lösung, die ja sehr wissenschaftsaffin schon immer waren, auch in und auch sehr, sagen wir, forschungsmäßig präsent waren, auch international, die finden eine andere Lösung vielleicht als, ohne jetzt jemand nahe treten zu wollen, die Universität Greifswald oder so. Ja. Ja, jetzt hast du das Thema angesprochen, für wen bilden wir eigentlich aus oder für was bilden wir eigentlich aus? Also die Studierenden, die heute VWL studieren, die haben ja eine Zukunftsperspektive. Einer unserer Zuschauer hat geschrieben, in Anführungszeichen allerdings, das Zitat, das wohl von Hans-Werner Sinn stammt: Ein Betriebswirt dient dem Betrieb, ein Volkswirt dient dem Volk. Zumindest so als Zielvorstellung. Und damit sind wir natürlich automatisch auch in einer gewissen Konfliktlage drin oder wie du sagst, auch wieder in einem Spannungsfeld. Denn wenn man jetzt einem Volk dienen möchte, dann tut man das ja an irgendeiner Stelle. Und auf Englisch oder Amerikanisch sagt man dann ja auch, you stand where you sit. Das heißt, auf der Stelle, wo man dann sitzt, ist man dann eben wieder Teil einer Institution, was weiß ich, einer Partei vielleicht, einer Bank, einer Zentralbank auch, aber man ist Teil einer Organisation, die innerhalb von diesem Gesamtgefüge, wenn sie versucht, jetzt dem Volk zu dienen, ja auch wieder nur eine Sichtweise vertritt. Also nicht ganz einfach. Man kommt eigentlich als Volkswirt automatisch in solche schwierigen Positionen rein. Und die Frage, die ich jetzt da rauslese aus diesem Kontext, so wie er hier von unserem Zuschauer dargestellt wurde, ist eigentlich die Frage, ob man für diese Tätigkeit nachher adäquat ausgebildet wird. Du hast vorhin skizziert, wie so eine Ausbildung im VWL-Studium optimalerweise aussehen sollte. Bei der Liste, die du uns gezeigt hattest, wie es sein sollte, wie es nicht sein sollte, hatte ich persönlich so ein bisschen die dunkle Ahnung, es wäre schön, wenn es überall so wäre, wie du es geschrieben hast. Ist es vielleicht auch zunehmend, das kann ich nicht beurteilen, aber es wäre schön. Die Frage ist aber, geht das, also ich gehe nochmal zurück auf den Punkt, der Volkswirt soll dem Volk dienen, was auch immer das dann für den Einzelnen heißt, muss ja jeder selbst entscheiden. Aber
wenn es eben dann um solche Fragen geht, wie kann man mit einem durchschnittlichen Akademikergehalt überhaupt heutzutage in der Stadt irgendwo ein Haus noch abbezahlen, was man möglicherweise sogar geerbt hat? Oder wie geht es um die Bemessung der Inflation? Wird die wirklich vernünftig bemessen oder müsste man nicht fairerweise manche Dinge anders bewerten? Wenn es um solche Fragen geht wie zum Beispiel auch Preise, die wir zahlen, relative Preise für Nahrungsmittel, die doch eigentlich sehr günstig sind, aber auf der anderen Seite dann wiederum staatlich subventioniert werden. Also all diese Fragen, geht das, was man als Volkswirt dann, je nachdem, wo man eben sitzt, auf welcher Position und was man da tut und rechnet, wird das den Bedürfnissen des Volkes sozusagen oder der einzelnen Menschen, die irgendwo sind, wirklich gerecht? Oder geht das irgendwo an der Bedürfnislage vorbei von den Menschen? Wird man für diese Frage dann auch so ausgebildet, wie das eigentlich nötig wäre? Was fällt dir dazu ein? Ist ein sehr komplexes Konstrukt von Fragen. Ich hoffe, ich habe das vernünftig rübergebracht, um mehrere Dinge aufzugreifen, die hier von Zuschauerseite an uns herangetragen wurden. Geht die Frage an mich? Ja. Gut. Okay. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hans-Werner Sinn meint da was Spezielleres, als, glaube ich, du oder der Zuschauer damit impliziert hat. Es gibt die alte Diskussion innerhalb der, sagen wir mal, der Volks- oder der politisch agierenden Volkswirte. Sollen die Volkswirte die Politiker beraten oder das Volk? Darum geht es eigentlich. Ja? Und Hans-Werner Sinn hat immer sehr stark die Meinung vertreten, dass wir eigentlich gar nicht die Politik beraten sollen. Das hat er natürlich dann doch gemacht, weil er dann sich dann auch nicht zurückhalten kann, sondern unsere Aufgabe oder die Aufgabe der, sagen wir mal, politikaffinen Volkswirte ist es eben, mit dem Volk direkt zu sprechen, weil er, und das ist eine bestimmte rigorose Position von, die hat er auch nicht alleine, die geht, glaube ich, auf Buchanan zurück, wenn ich das richtig sehe. Also er ist da in dem Bereich sehr stark, hat eine ganz dezidierte Position, weil er eben nicht will, dass sich die beratenden Volkswirte zu schnell von irgendwelchen politischen Einschränkungen und politischen Constraints, wie man das nennt, gleich schon beeinflussen lassen, sondern die sollen eben selber ja im Prinzip ein bisschen Politik machen und dem Volk sozusagen die Augen öffnen, auch gegenüber dem, was die Politiker dann oft als Schutzbehauptung nehmen, warum sie eine bestimmte, vielleicht gute Politikmaßnahme nicht durchführen, naja, weil es der Koalitionspartner nicht wollte und solche Sachen. Und in diese, sagen wir mal, Abgründe will Hans-Werner eben nicht gerne rein. Und deswegen hat er glaubt, es gibt diesen unmittelbaren Auftrag, zum Volk zu sprechen. Ich bin da ein bisschen skeptischer, schon allein deshalb, weil ich generell, das ist jetzt der breitere Punkt, ich mag dieses Philosophenkönigtum nicht, die sich manche Ökonomen, das passt einfach zu einer liberalen, demokratischen Gesellschaft nicht wirklich. Ja, insofern weiß ich nicht, dieses Anspruches bedarf, im Grunde genommen dann doch Politik machen zu wollen oder Politik beeinflussen zu wollen. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich habe nichts dagegen, ich bin da eher der Anhänger des amerikanischen Modells, wo sich bestimmte Administrationen, dann Ökonomen, die auch politisch, sagen wir mal, auf einer Wellenlänge sind, das war sowohl unter Obama als auch unter Bush der Fall, von Trump brauchen wir gar nicht reden, das ist natürlich eine Katastrophe, aber bisher war das in den amerikanischen Administrationen so üblich, man hat sich halt Ökonomen gesucht, die auch politisch auf einer Wellenlänge sind, wo auch das klar war, das wurde auch nicht versteckt, da wurde auch nicht so getan, als ob es da sozusagen einen objektiven wissenschaftlichen Standpunkt gäbe, sondern die Ökonomen dienten eben dazu da, die wirtschaftspolitischen Ziele der Administration jeweils zu unterfüttern und möglichst effektiv und effizient zu implementieren. Das ist mir lieber als dieses abstrakte Philosophenkönigtum, die da sozusagen dann abstrakt irgendwie Politik versuchen beeinflussen oder noch direkt zum Volk, meinen da direkt zum Volk sprechen zu müssen. Das passt meiner Meinung nach nicht zu dem
zu dem Modell einer repräsentativen Demokratie, wo eben die Politik im Parlament zu machen ist und nicht von den Lehrstühlen. Insofern bin ich da nicht ganz Hans Werners Meinung. Aber jetzt, um den letzten Punkt zu machen, natürlich, und das sind eben die Spannungsfelder, unterschiedliche Studiengänge müssen, sollten dann eben, weil es eben unterschiedliche Desiderate an die Volkswirtschaftslehre gibt, unterschiedlich die Leute unterschiedlich vorbereiten. Ein Wirtschaftsjournalist braucht ein anderes Studium, ein bisschen anderes Studium als, wie gesagt, der zukünftige Kollege oder als der Bankvolkswirt. Und wir sollten halt Möglichkeiten haben, in Deutschland alle diese Ansprüche oder diese Wünsche an die Volkswirtschaftslehre irgendwo zu befriedigen, nur nicht halt, das ist halt nicht möglich, an jedem Standpunkt aller. Das geht halt nicht, sondern wir müssen es dann verteilen. Was sagen unsere Studierenden zu dem Thema? Wollt ihr dazu was beitragen? Sonst würde ich euch bitten, einfach das Mikrofon freizuschalten, dann sehe ich das. Okay, Moritz, ja. Also gerade noch dazu, also zu dem Thema, dass man das halt wirklich auch verteilt. Ich denke auch, dass es so, wie es ja jetzt in Deutschland auch ist, eigentlich auch eine ganz gute Sache ist. Weil so hat man ja auch die Wahl, dass man sich dann quasi schon vielleicht im Bachelor irgendwie was findet, was einem halt auch gefällt. Irgendwie im Themenbereich in der VWL, wo ich sage, hier zum Beispiel die Umweltökonomik oder die Verhaltensökonomik, und dass ich mir dann danach dann auch meinen Master, zum Beispiel auch meine Spezialisierung aussuche. Und ich denke, das ist dann vielleicht auch oft ein Fall, der oder oft halt ein Kritikpunkt, dass halt irgendwie zu wenig im Bachelor dann gesagt, also dass zu wenig Vielfalt im Bachelor ist. Weil der Bachelor ist ja doch an vielen Standorten relativ ähnlich, und das spaltet sich ja dann erst im Master dann ja auch auf. Und ich denke, damit kann man, damit kann dann halt auch dieses, da geht diese Kritik auch oft irgendwie in die falsche Richtung, dass man sagt, der Bachelor ist noch zu wenig divers, dass man dann erst im Master dann halt auch diese Vielfalt dann auch erstmal wieder bekommt, beziehungsweise je nachdem, welchen Schwerpunkt man sich danach auch sucht, aussucht. Genau. Ja, Dankeschön, ja. Es haben mehrere Zuschauer das leidige Thema, hätte ich schon fast gesagt, vom Homo economicus angesprochen. Homo economicus, so wie ich das zumindest mal verstanden habe in meinem VWL-Studium, ist ja eigentlich eine Theorieannahme, die dafür getroffen wird, dass man mikroökonomisch fundiert, was man makroökonomisch beobachten kann. Und dann kann man natürlich zu dieser Annahme noch verschiedene Zusatzannahmen hinzunehmen, um der Realität nachher näher zu kommen. Gerade von Leuten, die nicht VWL studiert haben, wird oft die Kritik vorgebracht, dem Homo economicus wäre so ein Menschenbild irgendwie immanent, und dadurch, dass das dann an der Uni vermittelt wird als Handwerkszeug, würde man also die Leute, die VWL studieren, systematisch mit einem Menschenbild ausstatten, was dann nicht gut ist. Wie seht ihr das? Die Frage richtet sich jetzt vor allen Dingen an unsere Studenten. Wie habt ihr in eurem Studium diese Modellfigur vom Homo economicus eigentlich kennengelernt? Wie empfindet ihr diese Kritik, die meines Erachtens oft ein bisschen an der Sache vorbeigeht? Und dann die Frage, die sich nochmal auch an alle richtet, wehren sich eigentlich die Volkswirte, also wir, in der Öffentlichkeit zu wenig gegen diese Kritik? Müssten wir da einfach aufstehen und sagen, stopp, diese Kritik ist so eigentlich gar nicht gerechtfertigt? Möchtest du, Moritz, oder soll ich? Also gerade vielleicht zum Homo economicus. Bei mir zumindest war es von Anfang an so, jeweils in der Mikro, als in der Makro, als auch in der Einführung in die VWL, direkt vom ersten Semester klar, der Homo economicus ist ein Modell. Uns wird auch immer wieder in jeder Vorlesung gesagt, die Modelle bilden nicht die Realität ab. Sie sind halt auch nur ein Modell. Und Modelle sind dafür da, die Wirklichkeit zu vereinfachen. Und da muss ich sagen, dass die Kritik, dass der Homo economicus die Wirklichkeit nicht abbildet, geht für mich ein bisschen ins Leere, weil der halt einfach dafür nicht da ist. Er ist halt dafür da, um Modelle zu vereinfacht darzustellen. Ja. Also mein Standpunkt ist, zumindest so wie ich es gelernt habe, ist immer dieses Konstrukt des Homo economicus, hat gerade Moritz gesagt, ist ein Modell.
Aber wenn man jetzt generell Menschen oder das Menschenbild des Volkswirtes ist, meiner Meinung nach das Bild oder die Präferenzen, die man ihm unterstellt. Also jeder Agent in Modellen ist immer genau, macht immer genau das, was man möchte, dass er macht. Das heißt, welche Präferenzen man ihm unterstellt. Gewinnstreben, wenn ich das jetzt irgendwie als ja, Äquivalent des Homo economicus sehe, kann natürlich ein Teil davon sein und wird auch bestimmt in der Realität viele Agenten geben, die auch so gewinnstrebend arbeiten. Aber das schließt natürlich keine anderen Präferenzen, um da jetzt mal auf die Kritik einzugehen, diese Kritik, dass irgendwie gar keine Nachhaltigkeitspräferenzen oder so beachtet werden, schließt das nicht aus. Also wie gesagt, jedes Modell ist genau das, was man daraus macht und jeder Agent ist genau die Präferenzen, die er oder folgt den Präferenzen, die er hat und was man diese Präferenzen jetzt reinschreibt, das hängt davon ab, was man zeigen möchte. Zu dem zweiten Punkt, ob die Volkswirte sich da nicht oder nicht genug gegen wehren in der Öffentlichkeit, da wollte ich den Punkt machen, aber den habe ich in der Präsentation eingebracht zum Punkt Theorie und Ideengeschichte. Ich glaube, dass es viele ich bin der Überzeugung, ja, dass es viele Konzepte gibt, wo einfach allgemein in der Allgemeinheit eine Begriffsverwirrung entstehen sind. Beispielsweise, ich gebe jetzt ein Beispiel, der Neoliberalismus, wie wir ihn heute verstehen, ist dieser Neoklassik in der Chicagoer Schule. Aber ich habe gelernt, dass der Neoliberalismus eigentlich ein Begriff ist, der von den Ordoliberalen geprägt worden ist als Theorie für die soziale Marktwirtschaft oder als Ideenkonstrukt für die Marktseite. Und diese Begriffsverwirrungen kommen ziemlich häufig vor und deswegen meine ich, ja, die Volkswirte, da müsste mehr Aufklärung geschehen oder es ist schwierig zu sagen, wie dann diese Aufklärung aussieht und sich mehr gegen wehren. Die Frage ist natürlich aber auch, ob das überhaupt fruchtbar sein wird, denn das ist solche Allgemeinbilder, die werden wahrscheinlich, sind wahrscheinlich so verankert, dass es sinnvoller ist, vielleicht mit denen zu arbeiten, als immer gegen sie anzurennen. Rüdiger. Was den Homo economicus angeht, ich sehe es noch ein bisschen anders. Der Homo economicus ist eigentlich genau wie der Gleichgewichtsbegriff nicht einfach ein Modell unter vielen, sondern der Fehler, der gemacht wird von vielen. Und ich will nicht ausschließen, dass das sozusagen durch, sagen wir mal, schwache Lehre auch provoziert wird, ist, was man in der Philosophie nennen würde, eine Hypostasierung. Also, dass das einen, entweder ganz schlimm wäre, so eine Normativierung, also dass die Ökonomen irgendwie fordern, dass alle sich so wie verhalten sollen wie so ein Homo economicus, nichts davon ist wahr, das fordert kein Ökonom, aber selbst in der deskriptiven Seite ist er ist eben nicht deskriptiv gemeint. Es geht eben nicht darum zu sagen, diese Menschen sind Homo economici oder sowas. Genauso wie ein Soziologe, ich verstehe nicht, warum andere Sozialwissenschaften dieses Problem nicht auch haben. Man wirft ja auch den Soziologen nicht vor, dass die Menschen nur auf das Milieu reduzieren oder die soziale Schicht reduzieren, aus der sie kommen, oder auch Psychoanalytikern, dass die Menschen oder menschliches Verhalten nur aus Übereinspielen von über dem Zusammenspielen von Es, Über, Ich und Ich, das sind Formalismen, das sind Perspektiven auf menschliches Verhalten, und die Ökonomik hat, wie ich meinen würde, eine relativ fruchtbare Perspektive hier entwickelt, ein Formalismus, der eben auch, und das ist ganz wichtig, ein Formalismus darstellt. Also der Homo economicus und der Gleichgewichtsbegriff, die haben alle diese positiven Konnotationen, die man da vielleicht vom Wort her mit reinnimmt, also irgendwie Gleichgewichtsbegriff, alles ist stabil, alles ist linear, große Schockspringer und so weiter, das muss man alles wegnehmen. Und wenn man die VWL-Literatur ein bisschen kennt, dann wird man auch verstehen, dass man diese historischen Konnotationen, die manche Leute da hinein hypostasieren, keinerlei Inhalt haben in der VWL, sondern es geht um Formalismus letztlich. Und zwar der Homo economicus ist ein Formalismus, der uns eben erlaubt, ja, die Power, wenn man so will, der Differential- und Integralrechnung, nichts anderes ist ja der Homo economicus, sozusagen für soziale Sachverhalte
nutzbar zu machen. Und wie Dominik schon sagte, was man dann in die Nutzenfunktion steckt und was man in die Budgetbeschränkung steckt, das ist ja überhaupt nicht vorgegeben von irgendjemand, sondern das kommt eben auf die Frage an, die soziale Frage, die eben dazu zu untersuchen ist. Und genauso ist es auch im Gleichgewichtsbegriff. Ja, das ist ein Trick sozusagen oder eine Story in Formalismus, der uns erlaubt, die Theorie der Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme im Grunde genommen nutzbar zu machen für soziale Phänomene. Und ich kann da nichts, dagegen nichts Schlimmes sehen. Das heißt, man muss natürlich immer im Bewusstsein machen, dass diese Theorien, wie gesagt, das sind ja mathematische Theorien und sie werden angewandt auf soziale Verhältnisse. Und diese sozialen Verhältnisse, habe ich ja schon angedeutet, die sind eben anders als, sagen wir mal, die Gleichung, die man braucht, um Partikel zu verstehen. Ja, das ist natürlich völlig klar. Das heißt aber umgekehrt nicht, oder es spricht nicht grundsätzlich dagegen, dass man soziale Verhältnisse eben nicht mit diesen Hilfsmitteln der Mathematik, mit diesen sehr starken und fruchtbaren Theorien der Mathematik eben dann analysieren kann. Und nichts anderes ist der Homo economicus, also das Nutzenmaximierungspostulat auf der einen Seite und das Gleichgewichtskonstrukt auf der anderen Seite, das sind letztlich Formalismen, die sich als fruchtbar erwiesen haben. Aber sie sind ohne normativen oder auch, sagen wir mal, ontologischen Gehalt. Wenn ich dann noch einmal kurz einen Kommentar zulassen darf. Ja, also ich muss da Professor Bachmann vollkommen zustimmen. Und da sehe ich auch die Kritik an diesem Homo economicus, das ist, Moritz und ich haben da gestern mal drüber gesprochen, ich glaube, dass es in vielen Punkten eben diese Hineininterpretieren von Dingen gibt, die in der Volkswirtschaftslehre nie so gesehen werden. Also diese Definition von Begriffen in der Volkswirtschaftslehre fundamental vom öffentlichen Verständnis abweicht. Der Homo economicus, zumindest in der Allgemeinheit, habe ich das Gefühl, wird immer gleichgesetzt mit diesem gierigen Profitmaximierer. Das ist aber nicht das, was es unbedingt beschreibt. Genauso wie in der irgendwie Effizienz gleich Gewinnstreben gesetzt wird, was auch nicht der Fall ist. Der Volkswirt hat ein komplett anderes Verständnis von, oder Effizienz und Gewinnstreben sind zwei unterschiedliche Dinge. Und deswegen, ja, ich glaube, so entsteht diese Begriffsverwirrung, die einfach aus der Sicht der Theorie der Volkswirtschaftslehre nicht stimmt. Ja, ich glaube, ein Teil von dem, was gesagt wurde, ist genau das, was ich auch meinte, als ich von Mikrofundierung gesprochen habe. Also, dass dieses Modell, was eigentlich Effekte beschreiben soll, die ja im Aggregat stattfinden, das heißt mit ganz, ganz vielen Marktteilnehmern und die Konsequenzen, die sich aus dem Zusammenwirken von ganz, ganz vielen Marktteilnehmern ergeben, die kann man modellhaft abbilden, indem man sich einen Marktteilnehmer vorstellt, der diese Eigenschaften hat. Und diese Eigenschaften kann man dann aber auch anders definieren. Nun ist es natürlich so mit diesen Vorwürfen, die dann kommen, die richten sich ja nicht unbedingt gegen das, was wir jetzt hier beschrieben haben, sondern die behaupten dann oft auch, wer eben sich angewöhnt hat, auf diese Weise über den Menschen nachzudenken, der hätte dann so eine gewisse Gewohnheit, auf diese Weise halt durchs Leben zu gehen und diese Gewohnheit dann auch walten zu lassen, wenn er irgendwie andere Sachverhalte beurteilt. Ist das so? Also die Frage richtet sich jetzt eigentlich auch nochmal an alle. Wird man auf diese Weise geprägt vom Studium und schaut nachher in einer Weise auf Sachverhalte, die vielleicht nicht mehr menschlich ist? Also ich will nicht bestreiten, dass man als Wissenschaftler natürlich, dass immer die Gefahr besteht, dass man betriebsblind wird. Aber das gibt für alle Wissenschaften auch. Auch ein Soziologe schaut ja mit einem gewissen Blickwinkel, deswegen ist er ja Soziologe, auf soziale Sachverhalte. Und auch der kann betriebsblind werden, genauso wie ein Historiker zum Beispiel. Ja? Also das gilt für alle Wissenschaften, für alle disziplinär organisierten Wissenschaften. Auch hier gibt es Trade-offs. Auf der anderen Seite sind diese Perspektiven ja immer nötig. Man kann eben die Welt nie direkt erfassen, das ist ja der ganze Punkt. Deswegen machen wir diesen ganzen Business, sondern wir schauen eben durch unterschiedliche Perspektiven auf die Welt, in unserem Fall als Sozialwissenschaftler auf die soziale Welt und in der Gesamtbetrachtung oder dann sozusagen im Zusammenspiel dieser verschiedenen Perspektiven nähern wir uns dann eben hoffentlich dem, was man Erkenntnis und Wissen nennen kann. Also die Gefahr, dass man betriebsblind wird, die besteht natürlich. Wer dann tatsächlich rausgeht und sagen wir mal aus dem, das meinte ich ja mit normativem Gehalt, sagen wir mal aus der Mikrovorlesung rausgeht und sagen wir mal seine Beziehung
nach einem einfachen egoistischen Homo economicus Paradigma führt oder glaubt, da Erkenntnisse drin, drüber gewinnen zu können. Ich glaube, der hat einfach psychologisch andere Probleme als den Homo economicus. Okay, bevor die Zeit ganz ausläuft, würde ich gerne nochmal den Schwenk machen zu dem Thema Nachhaltigkeit und Ökologie, denn das ist ja das, was auch jetzt gerade unter diesem Label Econ for Future nochmal ganz stark auf die Agenda gekommen ist und was auch unsere Zuschauer interessiert. Also ganz einfach gesagt die Frage, ist die VBL jetzt beim Thema Nachhaltigkeit auch schon gut aufgestellt oder müsste man da, sollte man da vielleicht doch noch etwas zusätzliche Anstrengungen unternehmen, dass das Thema vielleicht höher auf der Agenda rückt, auch in wissenschaftlichen Publikationen, in Fachzeitschriften oder auf Kongressen etwas mehr in den Mittelpunkt rückt. Also immer unterstellt natürlich vor dem Hintergrund, dass wir jetzt davon ausgehen, wir haben ein Problem mit dem Weltklima, mit anderen Dingen. Es gibt ja Menschen, die haben da unterschiedliche Ansichten dazu. Aber wie seht ihr das? Also ich würde halt, also meiner Meinung nach, ich meine, es gibt ja die Disziplin der Umweltökonomik und nachhaltige Ressourcenforschung. Zum Beispiel in Marburg haben wir da einen Lehrstuhl, wo es halt auch diverse Vorlesungen im Bachelor- als auch im Masterbereich gibt. Und vielleicht irgendwie so auch nochmal von mir aus als eine Frage irgendwie so an die Runde. Theoretisch hat die VWL doch eigentlich das Rüstzeug dazu, eine nachhaltige Wissenschaft zu sein, weil gerade der Effizienzgedanke kann ja auch dahin führend förderlich sein, denke ich. Weil wenn wir sagen, wir möchten unser Land mit komplett mit nachhaltiger Energie versorgen, dann ist halt die Frage, wir haben eine Schwelle, die wir erreichen möchten und wir möchten halt möglichst nachhaltig mit möglichst wenig, also mit möglichst wenig Aufwand diese Schwelle halt erreichen. Und ich denke, wenn man die Gedanken verfolgt, kann das halt auch sehr nachhaltig sein, meiner Meinung nach. Genau, die Frage ist halt, geschieht das in ausreichendem Maße oder müsste es mehr Leute geben, die sich damit beschäftigen? Rüdiger, wie siehst du das aus deiner Perspektive? Also ich glaube, dass da der Einfluss tatsächlich der VWL ein bisschen überschätzt wird, ehrlich gesagt. Also ich stimme Moritz völlig zu. Wir haben gute Instrumente, Trade-offs, Effizienz. Wir haben einen Rahmen, darüber nachzudenken. Aber die inhaltlichen Antworten müssen letztlich, Stichwort Philosophenkönigtum, das ich eben ablehne, tatsächlich dann auch nicht aus der Ökonomik kommen. Ja? Also einerseits zum Beispiel Stichwort die Biodiversität. Wie bewerten wir das? Also Ökonomen haben da einen Rahmen, aber letztlich ist es eine politische Entscheidung. Ja? Beziehungsweise auch eine politische Entscheidung, die aber unterfüttert werden muss von Sacherkenntnissen aus ganz anderen Wissenschaften, also der Ökologie zum Beispiel. Wie gefährlich ist es eigentlich, weniger Biodiversität zu haben? Gefährlich für wen? Und so weiter. Welche Rolle spielt das? Und im Bereich der CO2-Geschichte, ich kann als Ökonom doch nicht beurteilen, was genau substituiert werden kann oder wie weit wir substituieren können. Das sind letztlich ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen oder physikalische Fragestellungen. Ja, Stichwort Adaption zum Beispiel. Gibt es Möglichkeiten, sich etwa an den Klimawandel zum Teil auch anzupassen? Als Ökonom kann ich diese Fragen stellen, weil ich dieses Rahmenrüstzeug habe. Aber die Antwort dafür brauche ich dann diesmal tatsächlich in der Tat wirklich interdisziplinären Input. Denn diese Trade-offs werden von so vielen Facherkenntnissen geprägt. Also wie gesagt, ich kann als Ökonom den Politikern oder auch der Gesellschaft eben das Denken in Trade-offs beibringen. Aber ich kann ja nicht sagen, ob wir ganz substituieren können oder also traditionelle Energiegewinnung ganz substituieren können was es dann am Ende für andere Ressourcen oder andere Konsequenzen hat. Ich kann die Frage stellen, welche anderen Konsequenzen hat das? Was würde uns das kosten? Und dann versuchen, die Analyse, die Rechnung zusammenzufassen. Das kann der Ökonom. Aber der hängt eben von so vielen einzelwissenschaftlichen Erkenntnissen ab. Wie gesagt, der Ökologie, der Klimawissenschaft, der Ingenieur.
Ingenieurwissenschaften. Und dann am Ende müssen eben bestimmte Entscheidungen auch politisch getroffen werden, die der zum Beispiel, gehen wir vielleicht doch, oder welche Möglichkeiten gibt es in Richtung Anpassung zu gehen statt Vermeidung, ja, also Vermeidung von Temperaturanstieg. Und was sind da wiederum die Trade-offs? Wer profitiert davon, wer profitiert davon nicht? Welche Länder zum Beispiel profitieren davon, welche nicht? Das sind die Fragen, die der Ökonom stellen kann, aber die Entscheidungen oder die Antworten kann der Ökonom weniger liefern, als sagen wir mal in so einem ganz urökonomischen Bereich wie, sagen wir, der Geldpolitik. Ja, da habe ich auch echt die Sachkenntnisse, da geht es nicht nur um den Rahmen, sondern da kann ich als Ökonom tatsächlich auch die Sachkenntnisse dann gleich mitliefern. Aber das ist ungleich interdisziplinärer, und ich würde mir da als Ökonom, also man dachte, ich würde, glaube ich, die Rolle der Ökonomen da nicht überschätzen wollen. Ja. Vielen Dank, ja. Genau, also es gibt auch Zuschauer, wir konnten nicht alle Fragen jetzt hier leider abbilden, aber genau in dem Sinne, wie du das jetzt erwähnt hast, gibt es Zuschauer, die haben darauf hingewiesen, dass natürlich Volkswirte auch vielleicht die thermodynamischen Gesetze zum Beispiel mitkennen und mit berücksichtigen sollten. Nun kann man immer die Frage diskutieren, inwieweit so etwas dann auch noch Teil des Studiums sein sollte oder inwieweit das dann eben doch dem Einzelnen überlassen bleibt. Ja, aber die Frage, was das konkret heißt, ich meine, damit weiß man ja noch, nur dass man die thermodynamischen Gesetze kennt, das kann man ja noch lernen, aber was heißt das dann eigentlich konkret? Also, was heißt das dann, was ist eigentlich der Trade-off genau zwischen Kohle und den nicht Kohle oder den klimaneutraleren Energieformen? Das ist ja nochmal unglaublich komplexer, und das kann man als Ökonom nur bedingt leisten, jedenfalls alleine nicht. Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Vielen, vielen Dank. Es wird eine Fortsetzung geben. Wir planen das, was wir hier gemacht haben, mit Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre, in den nächsten paar Wochen. Sind im Moment in der Terminfindung. Der Gesprächspartner wird dann Burkhard Schwenker sein, den viele von Ihnen kennen als CEO von Roland Berger und Aufsichtsratsvorsitzender, und der heute an der Leipzig Graduate School of Management lehrt, der auch Part dieser Debatte ist. Und da nehmen wir den Fokus mehr auf die Betriebswirtschaftslehre, wenngleich wir heute natürlich Wirtschaftswissenschaften ein gutes Stück in toto gecovert haben. Und ich nehme an, eine Reihe von Aspekten in ähnlicher Art und Weise wir dann dort eben entsprechend in unserer Diskussion fortsetzen können. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Rüdiger Bachmann. Rüdiger, du bist in so vielen internationalen Research-Netzwerken, dass wir ganz sicher sind, dass dein Erfolg sich da in beeindruckender Weise fortsetzen wird und wir von dir hören werden. Aber wir würden es auch sehr schätzen, wenn wir sehr oft deine Stimme in Deutschland hören. In dieser Debatte, die bei uns in Deutschland stattfindet, bist du ja auch sehr intensiv eingebunden und aktiv. Wir freuen uns, dass du hier in dieser Art und Weise präsent bist, und bitte bleibe dabei. Und mein zweiter Dank geht an Dominik und Moritz. Danke für eure Beiträge. Es war eine sehr bereichernde Diskussion, und wir schätzen es sehr, dass wir Studierende wie euch bei uns im Verband haben und dass ihr regelmäßig Teil unserer Debatte und unserer Diskussionen sind, die wir innerhalb des BDVB haben. Und damit bedanke ich mich natürlich auch bei den Zuschauern für ihre Teilnahme.